abgehaut. Deal with it. Ja, so circa. Brauch die Brille. Ah, gut. Wir haben heute einiges zum Reden. Ich stelle noch gar nicht Google Docs zusammen und kopiere ja, es eine. Ich hätte mal, wenn man schon bei Google und YouTube Restrictions ist und sowas, fangen wir mit die Gun Enthusiasts an. Da glaube ich, muss man aber sie insofern abgrenzen, mit wir eigentlich unterstützen wir es ja auch nicht wirklich. Also, hey, wenn Leute ihr Hobby ausleben wollen, weil mit Waffen zu arbeiten, Waffen zu besitzen und so weiter, wenn man es sicher macht, ist alles kein Problem. Ah, die Betonung stimmt, liegt ja drauf mit, wenn man es sicher macht. Das ist der Scheiß. Nicht, dass man einschult und eine Waffe kriegt. Ja. Ja, wie es scheinbar in Amerika ja so zu sein scheint, so halb. Bring your weapon to work day, oder? Na, bring your work to weapon day. Die andere Richtung. Du hast immer eine Waffe dabei, nur hin und wieder nimmst du sie halt bei der Arbeit auch raus. Na, ja, also YouTube hat jetzt neue Policies ausgegeben. Steht da ein Datum dabei? Na, da steht like Copyright 2018 Google etc. Nein, ich glaube, es wird, das ist mit den letzten Copyright, also bei der letzten Änderung, wo wir ja auch beispielsweise die Monetarisierung und so gekriegt haben. Ja, das ist jetzt eine später oder zwar. Da haben sie jetzt die Policies eben, dass Firearms, also Waffen im Allgemeinen, Pistolen, Automatik, Halbautomatik, Sniper. Die OpenGL wird auch draht. Das interessiert mich jetzt gerade weniger. Was soll ich dann für ein Uhlenshort nehmen? Bitly? Na, bitte nicht Bitly. Bitly ist einer der beschissensten, weil jedes Mal, wenn du auf den Link gehst, kriegst du 5 Sekunden Werbung präsentiert, die du dann eh nicht siehst, weil du einen Adblocker drin hast. Und dann kann es sein, dass der Link bricht, weil du einen Adblocker drin hast. Ja, ich wollte gerade nur sagen, mit. Müssen wir amz.de nehmen in Zukunft. Ja, mei. Das war mal das. Und weil jetzt die ganzen Gun-Enthusiasts, von denen es ja mehrere auf YouTube gibt, hätte es dann eben von YouTube keine Werbeeinnahmen mehr kriegen. Die ganzen Videos werden für Klicks und so weiter, für Werbung und für Watchtime etc. auch nicht mehr ausbezahlt von Szenen. Sie können keine Sponsoren mehr kriegen, weil jetzt das ja auf YouTube verboten wird. Das heißt, die kriegen, die sind sozusagen gerade aus der Firma ausgeflogen, könnte ich sagen, weil die kriegen einfach kein Geld mehr, wenn sie da was machen würden. Weil die Videos werden gesperrt, ja, die werden alle übergenommen. Ich bin gerade so, wie soll ich das jetzt am besten interpretieren mit, du kriegst eine Kündigung ohne Kündigung. Ja, weil jemand Großes sich halt denkt so mit, hey, das will man nicht mehr. Dabei kann ich mir das gut vorstellen, dass solche Leute halt auch gern gesponsert werden oder über Werbung Kohle machen würden, weil das Ganze gibt's halt. Und ja, das Ganze gibt's aber auch woanders. Da ist zwar andere Werbung, aber da wird auch geschossen, halt mit anderen Sachen und mit weniger Ziel. Deswegen gehen sie jetzt alle auf Porno. So eine derbe Überleitung. Ja. Hey, bitte. Aber es war eine gute Überleitung. Ja, na, Gun Enthusiasts gehen jetzt eben auf Pornhub, weil YouTube hat jetzt eben die Richtlinien geändert, deswegen kriegen sie keine Kohle mehr. Fuck, kannst du ganz schnell in Pornhub Aria Tweet dazu ausgeben? Dazu aussuchen. What? Das ist nämlich noch so, der hat nämlich so geil drauf reagiert, wo das ausgekommen ist, dass die jetzt noch an dort und dorthin gehen. Weil, steht da vielleicht nochmal im Artikel, wer der Erste war, der es gemacht hat? Weißt du, was das Derbe dran ist? Was wenn denn? Du Pornhub Aria Gun Enthusiast eingekriegst, das den einen Link von uns, den wir drin haben. Und war das nächste ist 1, 2, 3. Dreimal Pornos, dann wieder irgendwas anderes und dann bin ich schon beim nächsten Pornos.
Na, du musst auf Twitter nach Pornhub Aria suchen, dann findest du das. Warte, ja, ich suche schnell mit. Mistakes were made. Was heißt da Mistakes were made? Das ist. So, Twitter durchsuchen. Suchen wir nur noch Aria. Vielleicht schlagst du mir ja Pornhub Aria vor. Na, dann muss Pornhub wirklich dazu. Ja. So. Obwohl, der ist super. Da habe ich gerade was anderes von Pornhub noch gefunden, wo es gratis Premium-Zugang manchen Städten geschenkt haben. We feel for your civilians of anus, so we... Ja. Bei fucking in Österreich ist er dabei. Ah, okay. What the fuck? Gibt's am VPN aus fucking? Oder eigentlich ja fucking, wenn man es auf Deutsch sagt? I have a PhD and... na. Pornhub. I'd like to be in Trombone. I find Pornhub einfach super. I've done like 69 podcasts in the last 2 days. Ja, ja. So, what? Wo ist es? Wo ist es? Hornhub, Hashtag Hornhub. Nur mehr Hornhub. Also fuck, jetzt war ja 1. April. Wir müssen vor den 1. April einmal oben. Ja, ist dort. Kaum ist der 1. April vorbei. Daily Mail Pornhub offers free premium access to members in raunchy town names. Perfekt. Alter, ich sehe gerade die fucking Ortstafel und drunter official Pornhub premium place. Obwohl, ich finde geil eigentlich, dass es eine Stadt in Amerika gibt, die heißt Fort Dick. Okay, what? Wo ist es? Wo ist es? Die hat es mir so geil kommentiert. Wow, God damn it. Aber wenn wir eigentlich eh schon passenderweise bei Pornhub sein, dann können wir gleich das nächste Google-Thema mit ausholen. Denn Google weiß ja, was auf seine Google Drives drauf gespeichert ist. Und die wollen jetzt dann auch nicht, dass da halt Sexvideos drüber weiterverbreitet werden, weil dafür gibt es Pornhub. Dann soll man es halt gleich hochladen, weil es landet sowieso dann da drauf, wenn man es irgendwem weitergibt. Deswegen fängt jetzt Google an, weil es in den Nutzungsbedingungen eigentlich ja drin steht, dass da keine Pornos draufgeladen werden dürfen und verbreitet werden dürfen darüber. Fangen jetzt an, die Sachen halt zu löschen. Ist Sena gutes Recht, nur Arsch ist es halt, dass ja Google weiß halt, was auf dem Google Drive oben ist. Das muss einem irgendwie klar sein. Das heißt, man müsste eigentlich wie bei Dropbox, wo es ja einen Boxcryptor-Client gibt, müsste man dann an Google Drive Crypto Client? Ja, es ist auf jeden Fall trotzdem dann die Problematik, dass die verwenden es, um darüber Inhalte und Videomaterial zu teilen. Ja, eben, die wollen das Ganze teilen und wenn das selber gemacht ist, dann. Das Verschlüsseln bringt da dann nicht viel. Weil, sagen wir so, wenn es dann jeden Zugang zu deine verschlüsselten Daten wiedergeben musst. Yep. Deswegen, ich meine, ist ja ein netter Einwurf, aber ja, schlussendlich müssen die jetzt noch was anderem umschauen. Okay, ich war gerade bei der Fucking-Tafel. Ich bin beim 19. März. Fuck, wo war der Tweet? Ich weiß schon nicht mehr, was ich da eigentlich schaue. Wegen die Waffen. Was jetzt so die Waffen dazu gesagt hat. Ja, das ist manches. Erstens, du musst so ziemlich bei jedem Bild zustimmen, dass du es sehen musst, wenn du keinen Twitter-Account hast. Nein, es war ein Tweet. Es war ein Tweet. Das ist. Ja, aber das. Sie tweeten echt viel.
Und das ist bei weitem. Hallo, das ist eine der bekanntesten, wie heißt's, Social Media Tweet-Dingens etc., weil sie einfach so ziemlich alles in einem versauten Content einhaut. Die geht sogar einfach teilweise so zu bekannte Tweets hin und dann so, weil wenn irgendeiner halt irgendeinen Scheiß postet, wo es allein im weitesten Sinne um Sex geht, dann runter, hey, wenn du es machst, melde dich bei mir, gell? Ich lade es gern bei uns hoch. Oder so ein Scheiß. Ja, ich weiß, ich schaue vielleicht, dass ich auf 9 geliked, das ist sicher auch gekommen. Sollte auch kommen sein, ja. Aber natürlich nicht. Fortnite Searches und Pornhub up by 824% since Drake and Ninja streamed the game. Horny for sleep? Na? Warte, kann ich nicht einfach Ja. Steuerung F Gun? Bedingungen? Bis jetzt habe ich erst eins gefunden. Ja, bei Bedingungen. Ja, weil Gun. Vielleicht muss ich noch Firearms suchen. Es ist irgendwie schlimm, da oben zu scrollen, weil die ganze Zeit Kim einfach gleich diese Meldung könnte, diese Medien könnte sensible Materialien beinhalten. Ich finde es absolut lustig. Es lenkt einfach nur ab. Ja, so, nächstes Thema. Wir reden Oh heute Gott. Thema, wir schneiden es an. Moment, Twitter. Nein, 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 wir bleiben beim Podcast. Gut, dann nochmal SpaceX. Ich habe gerade Gaming offen. Gaming, okay. Gaming PC Makers Adjusting Strategies under Nvidia GeForce Partner Program. GPP ist ein so beschissenes Abkürzung. Ja, what the fuck. Ich finde nicht so schlimm. Na, Wir haben es weil eh schon mal. GeForce ist ja schon eine Abkürzung an sich für irgendwas von Nvidia, vom ganz alten, von früher. Und jetzt haben sie das noch weiter abgekürzt. Ich muss jedes Mal überlegen, Wort. Partnerprogramm. G, G, G. Aber es ist ja von Nvidia. Ah, fuck, es heißt ja Nvidia GeForce. Da. Ja, Wurscht. schlussendlich, wir haben eh schon mal über das Partner, also über das GPP geredet. Und jetzt ist halt einfach das weiter Wellen schlägt, sagen wir mal so. Ja, Und jetzt ist ein bisschen das passiert. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben. So in der Form, weil kann sein. es ist Partnerprogramm, sagt ja, dass du dann Sachen, was Gaming beinhalten oder so, nur mit Nvidia-Grafikkarten vermarkten darfst. Das heißt, das eine darfst du entweder nicht mal als Gaming-Sachen bezeichnen. Nein, wir haben es so gesagt, dass wir es nicht genau wissen, wie weit das geht. Ob jetzt der ganze Gaming-Bereich oder nur einzelne Linien, wo Gaming, das ist ja alles so schwammig formuliert und man kriegt ja keine konkreten Quellen dazu, wenn man Ja. nicht bei dem Programm dabei ist. Und wenn man dabei ist, kriegt man NDA. Ja, eben. Meine Nase ist gerade oder zugefallen, die Ohren sind zugefallen und ja, wurscht. Na, und das ist irgendwie, ja, jetzt haben die Leute halt überall natürlich seine Gaming-Sachen, die Asus Strix-Sachen, die Republic of Gamers von was anderem. MSI, Ja. Principal Gaming. Ja, eben, genau. Und die dürfen jetzt unter dem Titel davon keine AMD-Grafikkarten mehr verkaufen, weil sie sonst keine Nvidia-Grafikkarten mehr kriegen, was sie dann weiterverkaufen können. Ja, oder halt nur zu großen Nachteilen, weil sie kriegen halt nicht so Pre-Release-Geschichten, dass zum Tag 0 schon mit einer fertigen Karten daherkommen, sondern ja, wenn alle anderen, die was dabei sind, einer Karten am Markt bringen, kriegst du gerade einmal den Chip zum selber basteln. Ja, das ist dann natürlich auch yay. Oder Ja, du im bist dann Fall, in wie 2 Monate hinaus. es gerade jetzt ist, kriegst du halt gar keine Grafikkarten, weil die anderen einfach das ganze Kontingent schon aufbrauchen. Weil die Das haben auch. halt genug Absatz durch Mining und was nicht, was jetzt nicht gerade alles Ja, ist. beziehungsweise sie haben halt, glaube ich, Vorkaufsrecht oder so. Ja, irgendwie, was da noch alles dazu kommt. Deswegen, die Leute waren eigentlich ziemlich gezwungen, dazu zu sagen. Und sein Hetzer war dann auch gezwungen, irgendwie das mit AMD auch unter den Hut zu kriegen, weil das gehört halt einfach dazu.
Und AMD ist da nicht happy. Das Problem. Ja, AMD ist da nicht happy. Und jetzt will AMD, dass die halt eben eine zweite Gaming-Sparte aufmachen, alle, wo sie dann sagen können mit, okay, das ist dann AMD Gaming oder Republic of AMD Gamers oder keine Ahnung. Aber schlussendlich tut es eigentlich leider die Leute wieder spalten, weil dann heißt wieder, Gaming ist dann jetzt nur Nvidia-Zeugs, obwohl es da ganz viele andere Sachen auch noch gibt. Und ja, AMD ist dann außen vor. Ich glaube, Nvidia probiert da gerade groß ein Monopol zu errichten. Ja, aber na okay, weltweit sind Monopole ja nicht verboten, gell? Das ist ja nur ja, bei aber uns staatlich hast und sowas geregelt. Ja, aber Wettbewerbshüter und Co. Ja. Das doch, also die WTO oder andere Organisationen sind durchaus noch als Wettbewerbshüter da. Ja. Deswegen, aber dadurch, dass keiner was zu diesem Partnerprogramm sagen darf, weiß man gerade nicht, gegen was man vorgehen soll. Ja, eben, das ist eben genau das, weil im Grunde ist es ziemliches mit, hey, passt, ich hab die jetzt an der Leine. Das ist Sklaverei oder Erpressungen mit extra Steps. Ja, eben. Das ist, also, ja. Ja, es ist eine absolut blöde Situation gerade, sagen wir mal so. Ja. Was Nvidia da aufgebaut hat. Was, glaube ich, einfach im Markt schlussendlich nicht gut tun wird. Na, glaube ich auch nicht, weil im Ganzen sollen ja alle einen gescheiten Absatz haben. Und Nvidia tut gerade Leid eingeißeln. Vielleicht nehmen nicht alle das Partnerprogramm an und sagen, sie tun Nvidia und Ding gleich. Dann werden ja, die halt vielleicht mit AMD einfach bessere Bedingungen kriegen und dann hast du eben zwei paar Schuhe auf einmal. Warum auch immer. Ja, aber es wird, glaube ich, schlussendlich nicht helfen. Und so wie du sagst, du wirst mehr oder weniger als Hersteller gezwungen, dass du mitgehst. Ja. Du wirst zwei Monate Entwicklungszeit verlierst. Ja, und Nvidia macht da genau das Richtige, kann man sagen. Sie schweigen es einfach zu Tode. Kein Statement, kein gar nichts, kein Kommentar, nichts. Dass man ein Jahr nicht irgendwie Nachrichten drüber machen kann. Es ist jeder weiß, dass Arsch ist und die ignorieren es einfach. Ja. In der Hoffnung, dass das, dass die Aufregung abflaut und dann durchgeht. Wie gesagt, ich finde es einfach nicht in Ordnung. Nein, finde ich auch nicht. Finde ich auch nicht. Fährt mich nur an, die Option. Und weil du es jetzt eh schon angeredet hast, gehen wir gleich zu einem positiveren Thema. SpaceX will in Zukunft Internet Service Provider werden. Und zwar für Satelliten-Internet. Da gibt es bis jetzt einen anderen Anbieter, habe ich heute gelernt. Und Okay. Das war dann OneWeb. Ist das von OnePlus One oder kennen die da irgendwie dazu? Keine Ahnung. Schauen wir mal. SpaceX OneWeb Detail Constellation Plans to Congress. Ist irgendwas anderes. Aber das Gesicht vom Chairman kommt mir bekannt vor. Keine Ahnung. Aber es ist halt einfach, die wollen jetzt, wo steht's? SpaceX will jetzt ein Netz aus... Goddammit, wo stehst du? Du hast, glaube ich, 1200 gesagt, oder? Nein, 12.000 Satelliten werden sie um die Erde umerspannen. Ah, Nuller. Ja, wahrscheinlich der Nuller daneben. Na, 12.000 Satelliten werden sie eine riesige Konstellation geben, dass du damit halt wirklich einen kompletten Globus connectest. Und jetzt innerhalb der nächsten 6 Jahre sollen sie von dem Basic Grid, was sie mal über Amerika und so aufbauen, Wellen und Co., was dann 4.425 Satelliten wären in einem Array. Davon sollen die halben Satelliten im nächsten Jahr hochgehen. Nicht im nächsten Jahr, in den nächsten 6 Jahren. Nächsten 6 Jahre. Was bei 2.000 Ding, was das ist? Warte.
3x6 gibt 18. Es, sagen wir, das seien so 2000 Tag. Die Welt über 2000. Ja, einer am Tag, so circa, sollte dann da hochgehen. Hätte es für die nächsten Dinge. Oder es seien halt nachher, wahrscheinlich so kleine Satelliten, so im Sinne von, wie die TU Graz einen Satelliten oben hat, den Würfel. Weil das muss ja kein riesiger Kommunikationssatellit sein für keine Ahnung was alles, sondern wenn das ein komplettes Grid ist, dann kann man da wahrscheinlich brutal viel abfangen schon. Und vielleicht kann man da irgendwie so 100er Backeln auf einmal aufjagen. Weiß ich ja nicht. Aber die ersten zwei haben sie jetzt einmal gelauncht vor kurzem. Und damit damit werden sie jetzt noch einmal halt anfangen. Weil, ja, da steht eh, discussing a microsatellite constellation for providing broadband internet for years. Das heißt, es sind wirklich kleine Satelliten. Das heißt, die kennen das da oben ziemlich geil in Päckchen machen. Ich bin gerade eher am Fragen, warum sie nicht mit OneWeb irgendwie zusammenarbeiten. Das kann ich da nicht sagen. Vielleicht sperrt OneWeb, vielleicht ist es eh das Gleiche, weißt du, dass es so mit, du kannst ja das oder das aussuchen. Naja, OneWeb sagt in erster Instanz, sie machen es nicht nur, dass halt jeder Internet hat, sondern einer Hauptgrund ist eigentlich, dass auch Dritte Welt und Co. halt einmal Internet kriegt und für Notfallsituationen immer Internet und Kommunikation gesichert ist. Ja, vielleicht machen sie es aber dann eh mit SpaceX zusammen, weil SpaceX will ja auch einen kompletten Globus einholen ins Internet. Dass du Breitbandverbindung immer hast. Deswegen wählen sie ja 12.000 Satelliten. Nein, sie haben mit Ariane Space gepartnert. Okay. Ja, aber vielleicht seien die Satelliten, was sie hochschießen, vielleicht ist da mit SpaceX was ausgeredet, dass sie die mitverwenden dürfen. Weil die werden mit irgendeinem Space-Ding einmal partnern müssen, damit sie Satelliten hochkriegen, das ist klar. Ja, Ariane-Ding. Das sind ja Trägerraketen. Ja. Nein, ich bin nur... Ja, sie wollen ja nur 900 hochschicken. Ich bin halt einfach ein bisschen irritiert, warum die nicht zusammenarbeiten. Oder ist halt irgendwer vom Board, die sie nicht leiden können. Weil da keine sind Ahnung. Einige große Namen drin. Ja, bei OneWeb. Das finde ich schon ziemlich hart. Nein, aber... Sie wollen es eben so machen, dass du dann... was haben sie gesagt? Bis 2025... Starlink heißt das ganze Netz nachher übrigens, also passende Namen haben sie. Starlink heißt das Ganze und sie erwarten dann bis 2025, also dann, wenn die ersten 2500 Satelliten oben sein sollen, dann erwarten sie circa die ersten 40 Millionen Subscriber dafür und wählen dann circa 30 Billionen in Revenue einholen, um dann dadurch SpaceX zu finanzieren. Das heißt, die werden einfach wirklich, so, wir tun jetzt investieren, wir schießen jetzt da ein paar Satelliten hoch, tun die alle schön aufspannen, dann können wir jetzt dann, weil wahrscheinlich mit 4000 Satelliten, wahrscheinlich werden sie damit nicht nur die USA machen, sondern wirklich auch schon um den Globus um, halt mit geringerer Bandbreite dann, was du machen kannst. Naja, du kannst ja trotzdem LTE drüber rennen lassen. Ja, eben. Und dann schaust du einfach mit Bast und jetzt tun wir das Ganze einfach nur versechsfachen. Bast, was das Schlimme gerade echt ist, was ich jetzt so lese, ein Artikel ist dann aktuell ungefähr 1500 Satelliten im Orbit aktiv. Es sind 2600 inaktiv und SpaceX für 4500 auf verschicken. In okay. Summe. Das heißt, mehr oder weniger das, was wir jetzt haben, wird noch einmal hochgeschickt. And hello Horn, yes, we can talk English, but we basically do our podcast in German. So if you want to watch and listen to some German guys, you're welcome. Ah, wegen Outeng. Ja. But you can watch the read later. I'm raiding 40 minutes. In 40 minutes I'm raiding in Guild Wars 2, so if you want to join that, I already said your name and I don't want to say the first part of your name.
And there's way too many 420s and 69s in there, so thumbs up from me, but not from Twitch. Um die nicht existierende YouTube-Monetarisierung, gell? Ja, 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 ja. Just kidding, just kidding. Okay, dann machen wir mal weiter. So, wo warst du gerade? Wir waren gerade bei 1500 Satelliten, die derzeit aktiv oben sein. Ja, und ungefähr 4000, also wir verdoppeln die Anzahl der Satelliten nur wegen SpaceX. Ja, ja, innerhalb der nächsten 6 Jahre. Die Welt ist ja auf 12.000. Ja, ja. Okay, 6 Jahre. Ja, eben. Und das werden sie dann auf 12.000 Satelliten hochtun. Dann tun wir es einfach verzehnfachen. Danke. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Naja, solange sie irgendwo einen Weg auslassen, wo du vorbeifliegen kannst, ohne dass du dann die Satelliten mitreißt, wenn du mit einer Rakete durchfliegst, ja, das ist schon okay. Ja, es kommt ja auch darauf an, wo sie es hintun. Tun sie es ins Low Earth Orbit? Na, wie die ISS kennen, sie müssen es ins High Earth Orbit auftun. Das ist es. Die ganzen sind ja, glaube ich, im Low Earth Orbit. Na, die ISS ist nur mal weit unter den ersten Satelliten. Die ISS ist ja im permanenten Sturzflug. Ja. Und wird halt nur, weil du sie dann so große Strukturen leichter regeln kannst, dass sie genau im Baum bleiben. Aber bei kleinen Strukturen brauchst du nicht so viel. Da kannst du nämlich nur ein paar Düsen in alle Richtungen machen, weil wenn ich mir das jetzt wirklich wie ein Theokratswürfel vorstelle und der halt dann Internet bringt. Okay, na, im Medium Earth Orbit ist GPS und GLONASS und Galileo, die Navigationssatelliten, sind dort. Ja, im High Earth Orbit ist der Satellitenfriedhof. Ja. Und du kannst da halt irgendwo dazwischen eine tun. Also, weil ich glaube, bei Medium Zeigs kann es mit eine tun, theoretisch. Ja, ich glaube, du musst das eine geben, weil sonst hast du halt die Latenzzeit zur Erde ist ja dann auch nicht mehr. Ja, eh. Das ist also, wenn es. Ja, aber es ist dann schon ziemlich cool, das Ganze, finde ich. Aber beispielsweise globale Kommunikationssatellitensysteme sind im Low Earth Orbit. Nur GPS ist Medium. Ah, okay. Der ganze Dreck ist knapp über uns. Ja, vor allem, wenn du einen Apfel nimmst und du schneidest oben halbwegs bündig in Stiel ab. Dann so 1 Millimeter über der Apfelhaut ist dann die ISS am Umfliegen und die klappt aber irgendwie nur ein bisschen weiter draußen sind die Satelliten. Mhm. Weil das ist ja eben das, die ISS ist von dem her, von den Sachen, was uns umrunden oder so, ist das ja das Näheste. Deswegen ist der so schnell. Ja. Und ja. Aber ja, da 12.000 Satelliten aufgeknallen, kann man machen. Kann man machen. Ich finde, das ist schon echt viel. Das ist also, ich habe jetzt eine Verschwörungstheorie mir gerade ausgedacht. Oh Gott. Die Wellen da jetzt 12.000 Satelliten oben drüber ausschießen, wo sie ein riesiges Netz über alle Erdmassen spannen. Okay? Das ist ja irgendwie logisch, weil du wärst jetzt kaum mitten im Wasser dann der Satelliteninternet. Vielleicht ein paar, aber nicht so dicht wie über Landmassen. Weißt du? Ja. Sie sind bis jetzt die einzigen, die von Drohnenschiffen starten wollen, mit 10er Raketen. Das heißt, du kannst noch durch 10er Satellitending nicht mehr rausfliegen. Das heißt, du musst aus dem Wasser rausfliegen, musst entweder draußen Plattformen bauen oder mit einem von 10er Drohnenschiffe rausschippern und dann hochfliegen. Das ist ein Plan. Oh Gott. Gehen wir weiter zum Facebook-Super-GAU. Der ja. Daten-Super-GAU. Ja, aber das ist ein Thema, was Big eigentlich Brother auch schon seit... Watching you, gell? Ja, aber das ist auch schon ein Thema eigentlich von vor 2, 3 Jahren, oder? Im Grunde. Nein, jetzt ist es mit Cambridge Analytica noch einmal groß hochgegangen und jetzt hat es halt die Facebook-Aktie erwischt und so Sachen. Ach Gott sei Dank. Es hat vor ein paar Jahren angefangen, sagen wir so, oder
Facebook sammelt unsere Daten, wundert eh keinen. Und sie machen damit viel Geld, wundert auch keinen. Ja. Nur jetzt sind sie drauf gekommen, dass überall mit Cambridge Analytica zielgerichtet Werbung an Personen geschickt worden ist. Das wundert das halt mich immer noch nicht. Genau deswegen habe ich einen Adblocker drinnen. Ja, aber genau das ist halt, das wird dann für politische Kampagnen und verwendet worden. Ja, das. Nein, ich verstehe es. Und dass du so Massen bewegen kannst aus dem Hintergrund, so Puppenspielermäßig, ja, ist halt dann, ja. Deswegen wundern tut es mir nicht, aber jetzt ist halt dieser große. Jetzt hat es halt wieder wer gesagt mit, hey, das passiert so. Und ja, sie haben 50 Millionen Nutzerdaten einfach verkauft und hinher geschoben. Und jetzt ist zumindest die Aktie dann einmal eingekracht, weil so. Ja. Der werte Herr Zuckerhügel hat ja sowieso jetzt ein paar Probleme. Sie vergleichen ihn ja schon seit längerem mit Robotern. Und ich muss Pornhub Aria zumachen. Entschuldige. So. Ich lenke dir das ab. Ja, ich habe es gerade wieder gelesen, wollte schon wieder draufklicken, aber ich bin einfach gleich weitergefahren aufs X. Na, es ist halt, klar kannst du mit Metadaten allein schon sau viel machen, weil du kannst durch Interessen und sowas halt einfach Profile von jemandem erstellen. Das ist es halt einfach. Weißt du, what the hell, was haben die Leute erwartet? Und das ist alles, wie Facebook immer schon Kohle gemacht hat. Ja, es ist nichts Neues. Es ist halt jetzt nur, hat man jetzt wieder einen Datensatz, mit dem man es mit dem Trump seiner Wahlkampfkampagne verknüpfen kann, mit dem Brexit-Votum und. Ja, das Brexit-Votum war auch ein Votum von alt gegen jung. Alle alten Säcke haben gesagt, mit passt, wir haben jetzt jahrelang alle Vorteile der EU gehabt und jetzt haben wir ab. Ja, aber es wird dann halt einfach, der Rest ist noch beeinflusst worden, insofern von Erna selber auch noch, über Werbung und Co. Ja, na eh, klar, wenn du Leute so beeinflussen kannst, klar ist das nicht richtig, aber du kannst jetzt ja keine Wahlen deswegen wiederholen, weil jeder wird sich denken mit, nein, ich habe eh so gestimmt, wie ich das wollte. Ja, aber du bist ja beeinflusst worden von vornherein, da passiert einfach jetzt halt nicht so viel. Ja. Ja, das war jetzt halt der große Daten-GAU, sagen wir mal so, oder der große Facebook-GAU, mit das, was eh jeder gewusst hat, ist halt jetzt handfest mit realen Ereignissen zu verknüpfen, sagen wir so. Na eh. Gut. Ja, der erste Kommentar hat es auch nochmal gesagt. Mit Brexit und Trump. Und dann hören wir jetzt mit einem positiven Thema von Apple auf. Und das war sogar mein Vorschlag. Und ich kann jetzt gar nicht gegen Apple wettern. Das zur Abwechslung einmal nicht. Nein, Apple hat jetzt was gemacht, was die Langlebigkeit ihrer Laptops halt ein bisschen erweitert. Also das war mal so das Hauptding davor. Und zwar haben sie jetzt Thunderbolt endlich die Fähigkeit geben, dass man ein externes Grafikkartengehäuse anschließen kann und das Ganze dann anschließen und die Grafikkarte verwenden. Man kann auch noch externe Bildschirme über die externe Grafikkarte betreiben und so weiter und so fort. Das heißt, das MacBook an sich kann wirklich einfach als Tower verwendet werden, kann man fast sagen, weil man kann es zuklappen, man kann es anstecken und dann kann man auf dem großen Bildschirm weiterarbeiten und hat weniger Probleme und so weiter und so fort. Das macht halt Apple-Geräte langlebiger, weil ein Ding, was Apple halt immer kacke verbaut hat, waren schlechte Grafikkarten, meiner Meinung nach. Verhältnismäßig zu dem, was zu der Zeit üblich war. Sie haben halt immer die M-Version oft verbaut. Ja, das auch. Aber zu dem, was üblich war, seien sie meistens dann nur eine Grafikkartenversion hinten aus gewesen. Und haben da nachher nur die M-Variante genommen. Das heißt, sie haben da halt gespart immer und
ja, wenn man halt Sly Safari surft und Facebook macht und so das Typische mit, ja, ich bin so Hipster, ich habe ein Apple-Dingens und ich habe meinen Kaffee und meinen Schal immer und ich habe mich seit 12 Tagen nicht rasiert und schaue deswegen so aus wie ich. Das, ja, und hast du seit 12 Tagen nicht rasiert? Ich glaube sogar länger. Obwohl, der Kopf sind es zwei, da war es vorgestanden. Ja. Na, das ist halt einfach, ja, wenn man dann später außer sagt, somit passt, eigentlich bin ich mit dem Gerät noch zufrieden, aber ich tat gerne einen zweiten Bildschirm dran oder sonst irgendwas, aber das packt die Grafikkarte halt nicht, weil dann halt irgendwas ist. Dann nein, kann man das jetzt. Also, das ist schon noch gegangen. Ja, es ist gegangen, aber geht's auch gut. Das ist dann so der große Punkt. Es funktioniert mit der Intel integrierten Grafikkarten. Ja, weil Intel auch gute integrierte Grafikkarten gemacht hat. Sie haben ja Intel-Prozessoren immer verbaut. Ja, das auch. Na, aber man kann die Langlebigkeit vom Laptop jetzt einfach nur ein bisschen weiter tun. Das heißt, man kann grafisch intensivere Sachen damit jetzt machen, auch in Zukunft, weil man dann halt die Grafikkarte upgraden kann, dadurch, dass man sie per Thunderbolt in einem externen Gehäuse mit anstecken kann und dann so verwenden kann. Und das finde ich persönlich einen sehr guten Schritt. Und ich bin jetzt irgendwo steht ein An und drinnen. Wo steht das da drinnen oder war das bei was anderem? Nein, ich finde es gerade nicht. Aber durch das Update soll es dann halt auch möglich sein, dass man dann zum Beispiel beim iMac in Bildschirm im Nachhinein als Bildschirm verwenden kann und nicht nur ans Gerät gebunden ist. Das ist natürlich auch was Positives, weil dann kann man das als Bildschirm verwenden für einen richtig guten Zockerrechner oder sowas. Dann hätte man einen richtig, richtig geilen Bildschirm dafür. Mhm. Und so weiter und so fort. Also das sind halt noch so ein paar Sachen, die damit nachher noch weiter vorangehen. Und ich muss sagen, das war jetzt noch einmal gewesen, gell? Ja. Mehr oder weniger. Du ja, lachst über meine positiven Apple-News, gell? Nein, ich bin immer noch auf der Twitter-Seite. Goddammit. Und jetzt haben wir gerade einen Sesamstraße-Post gemacht. Mit Pharma Ernie says the only difference between a good meal and a good time is where you put the cucumber. Ja, das kenne ich. Ja, aber ich finde es einfach zu geil. Ja. So. Aber dann werde ich jetzt einmal. Wir können jetzt noch ein bisschen quatschen. Ich muss gerade in Break Screen eine tun.